Vorhang auf und Manege frei hieß es am Sonnabend in der Grundschule Hafenstraße. Die rund 75 Schulkinder hatten in der vergangenen Woche mit Alexander Bolotow vom Moskauer Staatszirkus und seiner Crew allerlei Kunststücke und sportliche Darbietungen gelernt. Im Rahmen einer Projektwoche probierten die Kinder die unterschiedlichsten Übungen aus, wie Jonglieren, Zaubern, Einradfahren oder auch Seillaufen. Bei dem vom Kulturzentrum Buratino aus Hesel durchgeführten Zirkusprojektwochen wurden die Kinder zu Stars und die Zuschauer erlebten Höchstleistungen, die durch das pädagogische Konzept hervorgerufen werden. Finanziert wurde diese Woche hauptsächlich durch einen Sponsorenlauf der Schülerinnen und Schüler sowie durch Unterstützung der Firma Boss, der Raiffeisenbank, der Flohkiste und dem Kinderschutzbund.